Saruman, der Boss ist in der Oper, wie der Großvater von Saruman. Ja, cool, Boss. Er ist der in die Oper, ja, mit angespannten Muskeln. Deine Mama und ihre beste Freundin fangen an zu tuscheln. Was wird denn hier so rumgekichert, Sportsfreunde? Sie zwei sich vorbeugen und mir dann mit Hundeblick ins Ohr säuseln, dass sie gerne sehr harten Sex hätten. Klar, dass ich sie wie mit Einsatz modernster Kernwaffentechnik in dermaßen wegsmecke, dass die Putzfrau sagt, das ist die sperma-befleckteste Versace-Bettwäsche, die ich je gesehen habe, Sir. Und sie haben einiges gesehen. Ich war mal Seefahrer, Sir, und ich will weiß Gott nicht wehklagen, Sir. Doch mit 50 Mann auf hoher See ist abends keine Teeparty, Sir. Ja. Ich salutiere und halte Lobeshymne. Sie sind für Großes bestimmt, wie die Kondome des Kings. Fremde so wie sie sind. Hier ist Tapferkeitsmedaille, eins der am Boden liegen, denn Kondome des Kings. Ihh, wir können das weg. Doch, doch, hängen Sie sich das jetzt mal um. Bitte das Ding von mir weg, hören Sie mal. Sieht doch wunderbar aus. Kann aber nicht wahr sein, dieser Ekelhaft. Sehen Sie ganz reizend aus jetzt. Hören Sie doch auf. Das steht Ihnen aber auch. Meinen Sie im Ernst jetzt, oder was? Komm, mach das sauber, ich muss jetzt weiterkommen. Ja, weißt du was, ich mach das jetzt weiter sauber, ihr Junge. Komm, mach gut. Thank you.